Song von No. Wo sind wir hier? North Uist. Die nächsten zwei Tage stehen mehr im Zeichen von Nadini, denn es gibt alte Steine. Noch mehr alte Steine. Strand. Ein Vogelschutzgebiet. Wegen einem Einsturz vor kurzem gibt es hier nicht viel mehr zu sehen als diesen Steinhügel. Deshalb lasst uns diesen Steinhügel bewundern in all seiner Pracht. Du musst prächtig schauen, Nadine. So den Arm schwenken. Das wäre gruselig. Hallo. Zu der eingestürzten Grabkammer haben wir hier einen Steinkreis. Popal Finn. Da hinten kommen wir her. Da ist der Steinhügel. Da unten war der Steinkreis, Ben, Löcher, und gibt es gleich Cheesecake. Da sind wir wieder. Cheesecake gab es nicht, dafür den wohl leckersten Karottenkuchen meines Lebens und der teuerste wohl gleichzeitig. Nadine hat einen Cappuccino ohne Milch und damit extra bitter. Jetzt schauen wir uns den nächsten Punkt von Nadine an, das Vogelwildlife. Wie heißt das? Vogel... Wildgebiet, bla bla. Vögel. Das Vogelschutzgebiet ist problematisch, weil wir im Gegensatz zu den anderen keine fetten Teleobjektive und Fernmesser haben, sondern wir bisher keinen einzigen Vogel entdeckt, zumindest keiner, der sich von der Möwe unterscheidet. Das ist das Einzige, was wir erkennen. Aber wir haben Karibikstrände entdeckt. Etwas, wo ich mit meinen großen Füßen im Vorteil bin. Guten Abend, wir sind jetzt hier auf Berg irgendwo mit Sonnenuntergang, ich glaube hier hinten, und unserem Abendessen. Wir gehen heute mal ausnahmsweise nicht essen wie sonst, weil es hier nur drei Restaurants gibt. Einen waren wir heute um unseren besten und teuersten Karottenkuchen zu essen. Und in allen Restaurants auf Northuist muss man laut unserem Herbergsvater sozusagen vorbestellen, was wir natürlich nicht gemacht haben. Deshalb gibt es bei uns heute Pies und Cookies und Bananen und abgepackte Sandwiches. Dazu ein Aussichtsgerät und im Hintergrund die Abhörstation, Radarstation des Verteidigungsministeriums. Perfekter Punkt,
für den Sonnenuntergang und den Abschluss des Tages. Tschüss. Kurzer Nachtrag zum Sonnenuntergang. Wir haben Gäste im Garten.